Geht's los? Ja. Also, erste Bild von Jonas. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Mir gefällt der Style von Jonas. Gut. Mir auch brutal. Sehr elegant, ja. Aber auch der Zeit entsprechend. Genau. Sehr fresh. Hat auch ein paar Accessoires, ne? Mit der Mütze, mit der Sonnenbrille. Mhm. Passt. Man sieht einen Ring sogar am Finger. Eine Uhr am Handgelenk. Mhm. Der hat mich auch von Tag 1 überzeugt. Ja, das Was stimmt. Was gibt man da? Boah, ist schon 8 oder 9. Ja, mach mal. Und die Vergangenheit muss natürlich auch leider ein bisschen Abzüge geben, ne? Ja, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ist halt, nee, das ist okay. Bisschen wild, ich dachte, ne? Gerade, das wäre ein früheres Bild. Ja, der hat ja auch so eine leicht rockige Seite. Mhm. Bisschen aber er kann alles tragen, ja. Das muss man ihm lassen. Auch so ein bisschen so ein Boyband-Sänger. Nee, gefällt mir auch gut. Oh ja. Das ist deins, ne? Ist auch meins, genau. Bisschen lockerer alles. Ein paar farbliche Accessoires. Ich wusste gar nicht, dass Jonas so aktiv ist. Der hat den Drip. Ja. Nee, es ist. Ah, oh, da kommt oh. Der nächste. Ja, was geben wir Jonas? Jonas kriegt. Schon so eine 9? Ja, das ist ja. Eine gute 9. Gefällt uns sehr Jonas gut. Jonas ist sehr gut. Gehen wir weiter. Der Kollege Luca. Da haben wir unseren Freund. Ja, aber ich muss sagen, der zieht sich auch immer ganz gut an. Er kann es halt tragen, ne? Ja. Klar. Schönes Hemd. Ja. Buntes Hemd hat natürlich auch immer den passenden Tarn dazu. Hat eine Sonnensucht, müsst ihr wissen. Ist immer sehr braun. Ja, schöne klassische Hose. Oh, weiß ich nicht. Da hat er mal einen ausgepackt. Da hat er kurz gedacht, der wäre Rapper. Boah, die Schuhe sind auch Wahnsinn hier, die Louis Vuitton. Badelatschen, da muss es leider ein paar der Hut auch Abzüge geben in der B-Note, ne? Sagt man. Oh. Ja, der Hut. Was passt halt zum Outfit, ne? Aber das Outfit ist halt fragwürdig. Luca, also das ist ja schon gewagt. Muss leider ein paar Abzüge geben. Oh ja. Hier ganz klar, da sind aber wieder die, die guten Louis Slips. Aber nee. Ein lockeres Outfit, ja, schönes Hemd. Auch immer. Sonnenbrille auch, sehr schön. Ja, ich muss sagen, mir gefällt Lukas Style auch immer gut. Ja. Jetzt durch diesen kleinen Sommerdrip, weiß ich nicht, gibt es dafür Abzüge, was sagst du? Würde ich ihm schon gerne einen Punkt abziehen, ne? Das hat nichts mit Wizard zu tun. Du würdest ihm schon gerne nur eine 8 geben, sehr ehrlich. Ich würde ihm nur eine 8 eine geben. 8, wollen, okay, ja. Dann geben wir ihm nur geben eine 8. Geben wir ihm eine 8. Aber ist auch sehr gut. Ja. 8 ist gut. Ja, als nächstes haben wir Felix Metscher. Ja. Muss ich auch sagen, immer sehr extravagant. Extravagant. Kann er auch tragen. Er kann alles tragen. Er kann alles tragen. Das ist sein Vorteil. Er ist sehr groß. Stell dir das bei uns mal vor. Ja. Das geht nicht. Das ist das Problem. Der kann. Er kann es halt tragen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß nicht, da mit der Handtasche, ob das sein muss. Mit dem Peace-Zeichen weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, das ist auch ein bisschen albern. Oh! Die Schuhe. Guck mal, die Frisur auch. Ja, da war die Frisur, die Frisur nicht war so gut. Nee. Das Outfit ist auch jetzt. Ah. Ja, aber. Die Schuhe, weiß nicht, ob die das. Ja, wahrscheinlich sind die aber Louis Vuitton auch. Meinst du? Heißt auch Louis V. Ja, die Marke ist ja egal, aber die Farbe. Man muss hier so das bewerten. Ja, das ist schon fresh. Ist auch. Was sagst du? Auch eine 8, würde ich sagen. Ja, eine gute 8. Jonas ist für mich nochmal so. Jonas ist top. Ja. Oh ja. Riedler liebt es auch. Riedler. Einfach nur. So was ganz Entspanntes. Ja, das genau. Lockere Jogginghose. Lockere Kleidung. Mhm. Gerne auch teuer. Marke kann ich nicht erkennen, aber ja, lassen wir halt so stehen, ne? Ja. Ja, ja. Oh ja. Bei oh, ihm ja. Ist es einfach auch oft, man sieht die Marke. Oh ja, okay. Aber dem steht das halt, ne? Ja klar, ist er halt kann es auch tragen hier. Auch immer das passende Unterteil. Ja, Riedle, also ich muss sagen, dir steht's natürlich. Ich würde mir da einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung wünschen vielleicht. Ja, aber ich muss sagen, es passt halt zu ihm. Okay. Überzeugt dich. Überzeugt mich schon. Ich kann es nicht tragen, muss ich sagen. Ja, das wäre. Aber deswegen, ich finde es halt auch was anderes, ne? Was gibt's ihm denn? Ich würde ihm schon 8.
8 auch. Ja. Du würdest weiter runtergehen. Ja, ich würde da nur so eine 7,5. Jetzt haben wir auch überall die gleichen Bewertungen, weißt du? Ja, okay, dann machen wir 7,5. Riedle, sorry. Das war Janiks Idee, ne, Riedle? Riedle redet jetzt nicht mehr mit mir. Ja, Maxence. Oh ja. Auch immer sehr, sehr fresh gestylt. Extravagant. Hat auch immer gute Fotografen bei der Seite. Mhm. Immer seine Schokoladenseite. Das sieht immer so spontan aus, aber da steckt schon viel Arbeit hinter. Nee, das ist auch. Sieht gut aus, sehr ne? Sehr gut. Sehr gut, wirklich. Das ist auch eine 9 jetzt. Auch bei einer 9. Was wir jetzt so gesehen haben. Liegt ja auch hier ein bisschen an der Auswahl, die wir hier bekommen haben. Wir können ja nur das bewerten, was wir jetzt hier sehen. Eben. Maxence eine 9. Maxence eine 9. Dann haben wir Omar. Omar Mamouche. Max auch. Viele Bilder zu posten. Ja. Schon auch. Sieht auch gut aus. Ne? Okay, das ist nix hier. Das dritte Bild müssen wir leider abzugeben. Ist auch ein altes Bild. Zeig mal. Omar, da enttäuscht du mich aber jetzt. Also hier die aktuellen Bilder sind top. Da sieht man auch professionell gemacht, ne? Mhm, ganz spontan. Und hier so ein altes. Wie sieht denn der aus? Ja. Wie alt ist der da? 12? 15? Ja, Omar, da. Aber auch, man muss gucken, auf den Stil ist auch nicht schlecht. Ja. Ist auch nicht schlecht. Das ist schon früher. Früh Bescheid, wo der Drip liegt. Was haben wir denn da? Ah. Oh. Egal, erstmal Omar, ne? Ja, auch eine 8, oder? Oder sogar eine 9 für dich. Nee, ist für mich eine 8. Okay, da willst du ihn also niedriger einstufen. Ja, da muss ich ihn leider. Dann gehen wir da auf 8. Josh, ohne wollen wir gar nicht weiter. Wir gar nicht gucken, ist eine 10. 10. Sogar eine 12 für mich. Ja. Also immer wenn gut. Wenn jemand was kann. Immer gut gestylt. Hat auch sehr viele Outfits. Mit alles von locker. Selbst locker sieht bei ihm krass aus. Anzüge, unfassbar. Ja. Boah. Der sieht auf jeden Fall auch sehr wohlhabend aus und adelig, sag ich mal. Klare 10, ganz klare 10. Das ist der Gewinner. Josh. Aber die anderen sind auch alle auf einem guten Weg. Hm. Wir sind auch froh, dass wir nicht bewertet werden mussten. Das soll keine Kritik sein. Jeder soll tragen, was er will.